Mich würde interessieren, was ist ASEA? Also ASEA ist eine Nachbildung im Außen und eine Stabilisierung der Redox-Signalmoleküle, die in jeder einzelnen Zelle lebensnotwendig hergestellt werden. Redox-Signalmoleküle. Du sagst lebensnotwendig für die Zelle. Für was denn genau? Was braucht oder wozu braucht die Zelle diese Redox-Signalmoleküle? Also unsere Zellen haben einfach die Aufgabe, gut zu funktionieren, um uns bewegen zu lassen, zu sprechen, zu gehen, die Organe funktionieren zu lassen. Und dazu ist es nötig, ein Gleichgewicht im Körper herzustellen. Und das ist die Hauptaufgabe unseres Körpers, unserer Zellen. Und dafür braucht es diese Redox-Signalmoleküle, reduzierende, oxidierende Prozesse. Und die müssen in Balance gehalten werden. Okay, vorher hast du mir, Katja, gesagt, dass die Redox-Signalmoleküle da auch sind, um die Zelle zu säubern, um die Immunität für Killerzellen zu gewährleisten, für die Wiederherstellung neuer Zellen und was ganz wichtig ist, auch die Kommunikation unter den Zellen, dass sie sich austauschen, wenn irgendwelche Dinge nicht funktionieren. Du hast das Stichwort Orchester gebracht. Kannst du mir dazu noch mehr sagen? Also die Redox-Signalmoleküle sind die lebensnotwendigen, energieerzeugenden und wiederherstellenden und reinigenden Moleküle, die in jeder Zelle vorhanden sind und das Leben gewährleisten. Und das ist dann so, wie jede Zelle hat, wie in einem Orchester, jedes Instrument seine Aufgabe, seinen Ton zu erzeugen, seine Melodie zu spielen. Und alle zusammen bilden dann nachher ein gemeinsames Orchester und müssen auch jeder seine Arbeit machen. Und dann spielt, wie sie gesagt hat, schon dieses ganze System Körper zusammen. Wenn du sagst, das ist das Natürliche im Körper, also diese Redox-Signalmoleküle werden nach meiner Information ja in der Zelle ganz automatisch über die Mitochondrien ganz produziert. Genau. Weshalb brauchen wir denn die von außen in unserem Körper zufügen? Weshalb braucht die Zelle das? Ja, normalerweise stimmt es. Wir theoretisch würden wir es nicht brauchen, wenn wir nicht sogenannt altern würden. Und der Alterungsprozess ist ein Prozess der Energiereduzierung in unseren Zellen und in unserem Körper. Und dadurch entsteht ein Defizit an Sauerstoff, an Energie, der dann diese Prozesse der Reinigung und Wiederherstellung und Entsäuerung einfach nicht mehr zustande kommt. Und so entsteht dann Altern, Krankheit, alles so geht über diesen Weg. Und wenn wir jetzt Redox-Signalmoleküle von außen zuführen können, können wir diesen Prozess einfach stoppen und vielleicht sogar wieder ein Stückchen rückläufig machen. Also in einen gesünderen körperlichen Zustand zu kommen. Gut, man hört ja überall dieser Ausdruck Anti-Aging, eben dem Alterungsprozess entgegenwirken, respektive die Zellen wieder so zu informieren, dass sie sich gesund trennen. Man weiß ja inzwischen auch, dass der Grund, weshalb viele Menschen eben so schnell jetzt auch altern, unsere Gesellschaftskrankheit Stress ist. Was bewirkt denn Stress in der Zelle? Vielleicht kann ich davor noch mal was sagen. Unser Körper hat das Potenzial für Anti-Aging. Alle 10 Monate hat sich unser Körper mit jeder Zelle voll neu regeneriert. Wir könnten also sogar danach jünger aussehen als davor. Wieso sehen wir danach immer älter aus als davor? Eben weil uns die Übersäuerung und der Stress hier
einen Strich durch die Rechnung machen. Stress funktioniert ja insofern, wenn ich mit meinen Gedanken nicht im Hier und Jetzt bin, sondern mir eben Gedanken mache oder Angst habe, was ich in Zukunft alles nicht schaffe, oder eben mich sehr stark damit auseinandersetze, was ich in der Vergangenheit alles falsch gemacht habe, verpasst habe, welche Gefühle das ausgelöst hat, was ich für ein armes Ding bin und so weiter. Genau. Das heißt, wenn ich nicht im Hier und Jetzt bin. Das bewirkt, dass wir nicht zu Hause im Körper sind. Und wie wirkt sich dieser Stress jetzt konkret auf unsere Zellen? Ganz konkret. Wie wirkt sich Stress überhaupt aus? Wenn wir anfangen, Stress zu haben, atmen wir nicht mehr richtig. Das ist das Hauptteil. Das heißt, wir werden nicht mehr ordnungsgemäß mit Sauerstoff versorgt. Und da kommst du mit deinem Stoffwechsel eigentlich rein. Stopp. Weshalb ist denn der Sauerstoff in der Zelle so wichtig? Wofür braucht man den? Wofür braucht die Zelle diesen Sauerstoff? Die wichtigste Einzelhandlung, die in unserem Leben stattfindet, ist Atmen. So, und Atmung heißt, wir befördern Sauerstoff in die Zelle. Und das Kohlendioxid ist, wenn im Körper was verbraucht wurde, müssen wir es wieder ausatmen. Also Einatmen und Ausatmen ist die wichtigste Einzelhandlung in unserem Leben. Und wenn jetzt Stress kommt, stoppt diese Atmung und die Zelle macht zu und lässt jetzt keinen Sauerstoff rein. Und dann passieren einfach Dinge, dass der Körper nicht mehr ordentlich den Stoffwechsel in Gang bringen kann. Und dass der Körper einfach auf Zucker umstellt, auf Zuckerenergieerzeugung. Also man weiß ja, Stoffwechsel funktioniert mit der Fettstoffwechsel, genau. wo der Körper da Energie zu sich nimmt und verbraucht. Das ist der langfristige Stoffwechsel. Ja. Und dann kann der Körper ja eben über Zucker sehr rasch Energie aufnehmen, verbraucht es aber auch sehr stark. Genau. Vielleicht muss man noch mal vorher sagen, Stress ist eine Geschichte, die praktisch hier im Leben eines jeden Lebewesens stattfindet. Und wo grundsätzliche Jahrtausende alte Mechanismen wirken. Das heißt, wenn Stress kommt, in unserer Geschichte war es immer der Säbelzahntiger oder irgendjemand anders, der kam, dann haben wir einmal tief eingeatmet und dann sind wir meistens losgerannt und haben uns auf den nächsten Baum begeben. Was dazu geführt hat, dass wir wieder atmen. Dass wir wieder richtig ausgeatmet, weitergeatmet haben und unserer Zelle Sauerstoff zugeführt haben, kurzfristig auf einen Zuckerstoffwechsel umgestellt haben, um dann, als wir auf dem Baum waren, entspannt auszuatmen, wieder unseren normalen Stoffwechsel, Fettstoffwechsel, angeregt haben. Nun machen wir das heutzutage nicht mehr. Wir haben unseren Stress, atmen tief ein und bleiben auf dieser Atmung sitzen. Und damit findet nicht mehr die Sauerstoffversorgung in der Zelle statt, weil wir nicht mehr durch den Ausatmungsprozess den Sauerstoff in die Zellen kriegen. Das macht nämlich die tiefe Ausatmung. Jetzt gibt es ja ganz, ganz viele Produkte auf dem Markt und ASEA, haben wir gehört, ist eine Nachproduktion eines körpereigenen Stoffes, also Danke. Etwas, was so vom Körper ja auch produziert wird. Wir haben gehört, dass es die Notwendigkeit darin besteht, weil wir gerade so viel Stress haben und verlernt haben, unseren Zellen natürlich Sauerstoff zuzufügen, dass es sinnvoll ist, jetzt diese Redox-Signalmoleküle eben auch noch von außen hinzuzufügen, wenn in unserem Leben eben Stress vorhanden ist. Dann besonders. Und es ist im Augenblick auch die einzige Quelle, die das von außen kann. Also die Kunst, diese Redox-Signalmoleküle von außen dem Körper zuzufügen, ist diese Prozesse, die ablaufen, die laufen in Bruchteilen von Sekunden ab. Und diese Einmaligkeit von ASEA ist, dass es gelungen ist, diese Prozesse stabil zu halten und in eine Flasche oder in ein Gel zu verwandeln.
und so zur Verfügung zu stellen. Ansonsten im Körper läuft das wirklich in Bruchteilen von Sekunden ab. Diese Prozesse laufen und dann sind sie gut. Ja? Dann zerfallen diese Dinge wieder. Und das ist sehr spannend, weil das ist wirklich was Besonderes. Wie ist es denn bei einer Krankenzelle? Sagen wir jetzt mal einer Krebszelle. Wie ist es dann mit der Produktion von diesen Redox-Signalmolekülen? Die Mitochondrien in einer Krebszelle arbeiten nicht mehr. Das Problem einer Krankenzelle ist, dass es diese Arbeit der Redox-Molekülherstellung nicht mehr macht. Und damit auch sich im Grunde genommen von dem Orchester trennt. Das heißt, Signale mit anderen Zellen, mit dem ganzen Orchester finden nicht mehr statt. Es hat sich getrennt, macht sein eigenes Konzert und ist damit raus. Das heißt, es findet keine gesunde Sache mehr statt, sondern macht sozusagen den eigenen Prozess. Und das ist etwas, ASEA sorgt dafür, dass eben dieser eigenständige Prozess, dass die kein Bedürfnis hat, sich selbst zu, sich eigenständig zu machen, sondern dass die Information kriegt, so, jetzt hast du deine Arbeit getan und der Wechsel ist jetzt dran. Tschüss. Mach's gut, danke für deinen Prozess. Du gehst sozusagen in die... Also der natürliche Ausscheidungsprozess, genau. Der natürliche Entgiftungsprozess funktioniert einfach wieder. Die Krankenzellen bleiben nicht mehr im Körper, sondern genau. Werden automatisch entgiftet, ausgeschieden. Abgestoßen und ausgeschieden. Was so was normalerweise immer passiert. Was in einem gestressten Körper nicht mehr gewährleistet genau. ist, weil der Körper so blockiert ist, dass er einfach nur noch diesen Zustand des jetzt schnell Energie anreichern nonstop praktiziert. Ja. Nach meiner Wahrnehmung her hat der Körper ja dann auch nur noch diesen Tunnelblick Energie, Energie, Energie. Kann das dir der Grund sein, weshalb in unserer Gesellschaft so viele Menschen regelrecht süßigkeitssüchtig sind, zuckersüchtig sind, egal ob es sich jetzt um Zucker im Alkohol, Zucker in Schokolade, Kekse und so weiter handelt. Ist das der Grund, weshalb so viele Menschen Zucker nehmen? Das ist anzunehmen. Es ist anzunehmen, dass der Grund dafür ist, dass sie eigentlich eine schnelle Produktion haben wollen. Ich will schnell, das ist ja überhaupt auch die Denke. Ich muss sofort und schnell mit meinem gesamten Dasein und fit sein, dass das gar nicht im Sinne unseres Lebens ist. Wenn jemand ja so im Stress ist, dann ist er ja auch da, nicht nur der Körper, sondern auch mit seinem Geist genau. im Tunnelblick drin. Ja. Kann es sein, dass durch die Einnahme von ASEA, dadurch, dass der Körper nicht ständig in diesem Stress ist, obwohl das Außen immer noch dieselben Umstände hat, der Mensch an sich die Möglichkeit hat, eben auch sein Bewusstsein wieder zu erweitern, aus diesem Tunnelblick hinauszukommen und Selbsterkenntnis neue Dinge einleitet? Die Erfahrung ist, und da spreche ich aus ganz persönlicher Erfahrung, dass das Bedürfnis dann unbedingt wieder auf die Suche zu gehen nach was Süßem plötzlich weg ist. ASEA erzeugt einen wirklich freieren Stoffwechsel. Und es erzeugt die Richtung in den Fettstoffwechsel automatisch. Genau. Also es trainiert praktisch diesen Fettstoffwechsel. Weil wieder genügend Sauerstoff zur Verfügung genau, steht. Weil genau. die Zelle in der Lage ist. Gesunden Stoffwechsel zu genau, gewährleisten. Genau. Und dann macht der Körper den Rest automatisch. Das finde ich so bemerkenswert. Ja. Dieses Domino-Prinzip wirkt sowohl negativ als auch positiv. So, und ganz automatisch, also du hast es gerade gesagt, der Stress ist zwar da, aber meine Reaktion auf den Stress ist plötzlich anders. Ich habe nicht mehr den Tunnelblick, ich kann meinen Blick erweitern und ich sehe plötzlich Optionen, die ich vorher überhaupt nicht gesehen habe.
Das heißt also, ASEA ist nicht ein Allerheilmittel, sondern ASEA ist eine Unterstützung, um eben wieder in den gesunden Zustand zu kommen, wo ich eben auch intuitiv wieder die Kreativität entwickle, ja, um mein Leben kreativ zu gestalten. Die Dinge machen kann, die mir gut tun. Und die Energieproduktion, es geht ja um die Energieproduktion. Ich vergleiche das mit einer Batterie. Du hast eine Lebensbatterie und praktisch die Batterie geht runter. Das ist der normale Alterungsprozess. Und bei dem normalen Alterungsprozess, da hast du Dinge, die sichtbar sind und Dinge, die unsichtbar sind. Und diese unsichtbaren Dinge, da machen sich die erst so nach 10, 15 Jahren bemerkbar, obwohl die schon im Körper laufen. Und du hast die Chance, diese unsichtbaren Dinge plötzlich wieder zu entsorgen. Du hast diese Mülldeponien, die diese Übersäuerung dann hervorrufen oder dieses Stresslevel hervorrufen. Da hast du die Chance, diese Deponien auf eine ganz angenehme Art und Weise einfach zu entsorgen und mehr Energie zu haben. Und plötzlich hast du diese Kreativität, plötzlich hast du diesen Blick. Das ist toll. Das ist nämlich der Effekt der Entsäuerung. Die Entsäuerung ermöglicht genau das. Jetzt ist ja ASEA vom Geschmack her so ein bisschen wie Chlorwasser. Gewöhnungsbedürftig. Also ich sage immer, ein Geschmackspreis gewinnt es nicht, nein, aber es funktioniert wie verrückt. Weshalb hat es diesen Chlorgeschmack drin? Es ist so, es ist ein Zeichen für die Übersäuerung. Es ist, wenn du diesen Geschmack, manche können es nicht mal riechen und manche können es auch nicht trinken, weil es ihnen widersteht. Es ist ein absolutes Zeichen dafür, dass der Körper diesen Bedarf hat. Wenn du ASEA benutzt und benutzt es einen Monat, zwei Monate lang, schmeckt es wie ganz normales Wasser. Mhm. Das heißt, du weißt jetzt plötzlich, dass die erste Schicht von deiner Sondermülldeponie abgetragen ist. Genau. Und ich benutze es ja schon 3 Jahre. Ich habe immer wieder solche Regenerationsprozesse, nicht so dramatisch wie am Anfang. Und die Menschen, die es zum Beispiel nicht trinken können, die haben versucht, es über die Haut von außen einzuschleichen, weil die Haut ist ja unser größtes Organ, und haben sehr gute Ergebnisse. Genau, sprühen macht oder das über den Gel oder aber auch sprühen erzeugt praktisch, dass du diesen Geschmack in dem Umfang auch nicht mehr hast. Und das Komische ist, es lässt wirklich nach, dieser blöde Geschmack. Und das habe ich auch festgestellt bei Kindern, die ja da besonders empfindlich sind und die sagen, das will ich nicht. Und die nachdem wir angefangen haben, das zu sprühen, erst auf die Haut zu sprühen, nach einer Weile plötzlich sagen, ja, jetzt schmeckt's aber nicht mehr so komisch. Jetzt riecht's mir auch nicht mehr so komisch. Jetzt kann ich es auch trinken. Also es ist ein Zeichen für die Übersäuerung. Du sagst, für die Übersäuerung Kinder. Ich habe das letztens meinem 2,5-jährigen Sohn so zum Probieren gegeben und der Kommentar war in der Tat, es riecht wie Schwimmbadwasser. Mhm. Wow, riecht nicht. Jetzt ein 2,5-jähriges Kind, Übersäuerung. Das ist Frage an die Spezialisten. Das ist tatsächlich so, dass wir heutzutage schon ganz früh Übersäuerung haben. Eigentlich ja auch schon bei Neugeborenen, die werden nicht umsonst mit krustiger Haut und diesen Hautsachen, vor allen Dingen geboren, die immer ein Zeichen für die Übersäuerung ist, die schon im Mutterleib stattfindet. Das heißt, hier wird schon ein Haufen Säure mitgegeben und in der Zwischenzeit wissen wir auch, welche Menge an Toxinen arme Mütter mit aufnehmen und die dann an die Kinder weitergeben, sodass also das gar nichts Ungewöhnliches ist, dass die Kinder mit so viel Säure schon geboren werden. Und man hat die Chance einfach jetzt über das Gel das einfach zu umgehen. Ist es denn nicht so, gerade wenn bei den Kindern ja diese Mitochondrien, die ja diese RSM-Moleküle immer wieder und sehr, sehr stark produzieren, ja, sollte das nicht dann nach der Geburt so nach 1-2 Jahren wieder in einer Gleichgewicht drin sein? Könnte sein, wenn man sein Leben dann entsprechend gestalten kann. Also es ist nicht, bei Kindern ist es
denke ich mal, nicht so, dass man das unbedingt über lange Zeit viel geben sollte. Aber jetzt sage ich mal was dafür, dass es so gut hilft und so gut prophylaktisch hilft, kann das für den Prozess der Lernentwicklung für die Kinder immer wieder, es macht doch, es hebt den Energiespiegel im Körper. Und es stärkt den Sauerstoff im Gehirn. Genau. Das heißt, also, die Konzentrationsfähigkeit verbessert sich. Und das ist das für Kinder eine tolle Geschichte. Jedes Kind auch, weil das hat dann die Chance, noch mal viel mehr zu lernen, als es sonst hat, wenn es mit eingeschränkten Energiepegel und eingeschränkten Sauerstoff. Das heißt, hier öffnen sich sozusagen auch Lernwelten für die Kinder.